Und von dem Rap zum anderen Rapper, der YG. YG, du guter, guter Mensch. Ich kenne den von Liedern wie Mai. Oder. Oder ja. Er ist ein richtiger Homeboy. Ein West Coast Rapper am Durchstarten ist, glaube ich, irgendwie. Meine Güte, er ist 21 oder so etwas, glaube ich. Er ist relativ jung. Ja. Er ist sehr, sehr jung. Ich kenne den vom Lied Man Nigga. Ist recht abgegangen und in dem Club ist es auf und ab gelaufen. Und er hat mal gezeigt, so ein bisschen, aus welchem Holz das er geschnitzt war. Oder dass er immerhin ein bisschen geschnitzt war. Ist auch nach dem Auftritt. Das ist doch recht abgegangen. Die Leute haben es gefeiert. Und meine Güte, wir waren dann im Interview. Er ist so ein bisschen gut beieinander, sage ich jetzt mal. Und dann habe ich plötzlich so seine Rolex bemerkt. Das ist jetzt zwar, also das Rot-Pink ist nicht unbedingt meine Farbe, aber ich hätte sie jetzt genommen. Und haben ein Kompliment gemacht dazu. Und dann könnt ihr doch gerade mal selber schauen, was er dazu meint. Also. I mean, such night is often quoted with portraying you as the new torchbearer, the poster child of the West Coast thing. Is that a big honor for you, or you just be like, okay, it's no big deal for me? You know, that's cool that people feel like that, but you feel me, what I do don't stop. You feel me, I got my goals, so I'm still grinding like none of that happened. You feel me? You're grinding, but you're wearing a dope-ass Rolex. That's some blinged out shit right there. That's a crazy nice watch. Can we check this that out? This a gift right here. This was a gift from Young Jeezy. Gift from Young Jeezy? Yeah, Jeezy gave me this watch because he wanted me to shine. I told him, like, he told me to get a Rolex. I told him, man, I don't want to buy that shit. Real talk. So he pulled up with the Rolex, though. Got 50 Rolex am Rocken. Das Geschenk vom Young Jeezy, offenbar. Er hat gefunden, schau, ich kann sehr gerne Rolex, aber ich konnte sie einfach nicht selber kaufen. Yeah, that's one of the perks of being you. Yeah. Getting the free Rolex. Now. Yeah, dog, it's my Rolex. I've been hitting on my homeboy Young Jeezy. You're serious? Like, he told me to get shining, man. Wow, I'll be like, I don't want to pay for that shit. So he got me the Rolex, though. Yeah, it's hardcore on the grind, y'all. YG, das ganze Interview wie immer, choice.ch, meine Güte. Ich bin so froh, dass du das gemacht hast. Ich habe kein Wort verstanden. Ganz ehrlich, ich habe schon so ein bisschen probiert, so. Also, was erzählst du? Du hast alles gut verstanden. Ich bin stolz auf dich, Mike. Also, ich kann die Sprache von ihm. Ich kann die Rolli-Sprache. Nein, es ist wirklich geil. Ich freue mich, wenn er wieder mal in die Schweiz kommt. Er ist nachher gerade auf Genf weitergegangen. Vielleicht irgendwann wieder mal so da in der Region. Ich kann schauen und dann schaue, ob ich die gleiche Rolli habe. Ja. Verlange ich auch eine für mich. Ja, ist live, glaube ich, auch recht gut abgegangen. Obwohl vorher beim Jackson es nicht so gut gewesen, beziehungsweise richtig schlecht. Aber ich glaube, du musst die Musik auch einfach fühlen. Ja. Und der ist schon, also die Leute schon abgegangen. Und Sprache musst du auch fühlen. Ich meine, wo wir durchs Gelände gelaufen sind, nach dem Track, den ich vorhin gesagt habe, ist gelaufen, Bitches ain't shit. Ja. Weißt du, was ich meine? Musst eine gewisse Art von Mann sein, findest du den Sound geil. Ja, also, und es geht schon ab, ganz ehrlich, sind wir ehrlich, es geht ab. Ja, es geht ab. Es geht wirklich ab.